Das wird Braum Sorakabot, wie gesagt, kann auch noch sein. Ja, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. So rein optisch gesehen, Sola, was sagst du, welches Team ist hier besser dran aktuell? Ich habe absolut keine Ahnung. Wundert mich jetzt aber auch. Also ich meine, das Teleport bei Braum lässt mich eher darauf schließen, dass er Mitte geht. Was wir übrigens nicht sehen und die Zuschauer auch nicht. Stimmt, tut mir leid. Eieiei. Naja, es könnte ja auf Vladimir sein. Bis 20 Sekunden. Habe ich jetzt wirklich hier eine Braum-Soraka-Botlane? Also Braum-Soraka, ich sehe halt, also Bananen, die dich stunnen, sind krass, ja, aber... Ich meine, wir haben schon einiges gesehen. Die Synergy? Wir haben schon einiges gesehen, diesen Split. Na, also, wundern... Wer nimmt Fahren? Soraka AD. Ich habe ja mal, ich glaube, vor anderthalb Jahren habe ich mal ein Video gemacht, AD Soraka auf Crit. OP. Ach nee, Crit ist halt blöd, ne? Lane-swappen die vielleicht? So ein Mist. Nur weil jetzt Brücki zum Beispiel Braum gespielt hat, heißt es ja nicht, dass er nicht Mitte geht. Vielleicht sehen wir No Way mit Vladimir Bot. Here we go. Boys, das ist der beste Call, den wir bis jetzt hatten. Weil Brücki sich ja wahrscheinlich sagt, Junge, ich kann kein Vladimir. Rollen können die ja swappen. Das heißt, ja, doch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen Braum Soraka-Botlane sehen. Nee, jetzt geht's mir besser. Also Leute, wir werden einen Vladimir Soraka-Lane haben, wir werden einen Braum Midlane haben, wir werden einen Nocturne haben, der extrem viele Ressourcen kriegt. Nur ist das auf Nocturne halt nicht so krass wie auf Master Yi, Kaiser und sonst was. Und dann haben wir, wer ist da noch Toplane übrig? Aatrox. Ein Aatrox. Genau. Ja, kann man sich gönnen. Ja, damit geht's mir besser, muss ich sagen. Ich habe ein schöneres Gefühl dabei. Mhm. Alles klar, wir gehen rein ins Game, meine Damen und Herren. ESG gegen Mousebots wird also in wenigen Augenblicken für euch auch sichtbar werden. Wir haben also eine Partie, die packend ist vor uns. Ja. ESG also gegen, also auch etablierte ja, Organisationen im E-Sports mittlerweile. Beide in der ESL-Meisterschaft vertreten und jetzt hier in der Kluft bei der Premier Tour 2018 mit Johnny und Sola. Viel Spaß. Lecker, lecker. Er ist jetzt schon jetzt quasi 800 Gold vor seinem Gegner-Jungle. Aber wenn du es mit Midlane vergleichst, ist kaum dafür als 700 Gold behind. Ja, aber das ist ja die Theorie, bei dieser kommt, dass ein Braum auch ohne Gold seinen Job erledigt. Ja, ne? Aber da habe ich immer das Gefühl, dass ein... Ja, wobei, Braum kann man schon extrem gut. Oh, jetzt ist hier der Engage und Panda. Ah, mein Junge, ich glaube, da Flash? Das war super greedy. Ja. Also er dodgt da die Rakan-Engage-Kombo oder den Rakan-Versuch. Ist dann aber so greedy und sagt sich, Ornn Engage, den muss ich nicht flashen. Und dafür verliert man Ocean. Als Soraka tut das doppelt, dreifach, vierfach weh. Der ist auf dir nochmal stärker als auf fast einem anderen. Ja. Ohne Summoner. Du verlierst ja Uptime. Also quasi der Oh, Toplane jetzt aber erst bei der Fight. Aatrox kann diesen scheinbar für sich gewinnen. Wallen! Der war der Waller Wand! Dickes Ding. Und auf der Botlane ist die Ornn Ultimate da. Der nächste Knock-Up auf Soraka. Die ist schon wieder down. Aber die Vladimir Ultimate, die ist unbarmherzig. Rakan schon ebenfalls. Und die Toplaner, die stehen natürlich immer noch da. 1-1 schon damit insgesamt. Sehr viele individuelle Kills hier an der Stelle. Toplane. Ja gut, Tiamat ist natürlich für so ein 1 gegen 1 deutlich schlechter als Ninja Tabis dann. Ärgerlich. Ist ja Warden ein bisschen überschätzt. Brücke versucht jetzt hier wieder bestmöglich die Wave zu freezen. Aber ja, also die Nocturne mit. Oh, da kommt Exhaust. Nee, Flash dafür, flashen beide dafür. Der Stun, ja, der kommt raus. Oh, das ist bitter. Also sehr viele individuelle Fehler auch hier schon wieder in diesem Game. Die eben zu diesen 5 Kills jetzt hier führen. 2k im Gepäck. Er ist 1500 Gold vor Lulu. Oh, der tötet das jetzt, aber das könnte der Play sein, den man hier braucht, dass er sich vom Ausputz, aber Brücki speist sich davor. Reicht, das ist die Frage. Ah, no! Da kriegt man diesen Kill. Wenn Agurin da einen Ticken vorher reagiert, hatte sein Passive-Hit wieder ab. Hätte da tatsächlich doch was machen. Generell 2000 Gold vor jedem Gegner. Oh, jetzt ist man hier allerdings Toplane mit dem Dive beschäftigt. Jax sehr, sehr spät hier mit dem Block, aber genau im richtigen Moment. Das hilft dir nur leider trotzdem nicht. Der nächste, der reinkommt, ist Contour. Ja, was ist das denn? Gesteckt und das gegen Aatrox und Nocturne. Und ja, was die da machen, ist leider Adelschaden. Also jetzt ist man gerade mal wieder ein bisschen am Reintrollen. Das ist sehr bitter. Beziehungsweise, aber das sind halt eben so Fehler, wie gesagt. Kann sein, dass die am Anfang des Tages nicht passiert werden, aber darüber hatten wir vorhin schon gesprochen. Es ist bei so einem Turnier einfach ein Aspekt eines guten Teams, länger durchzuhalten. Zum Gap-Closen vielleicht. Ich meine, Agurin verändert seine Item-Builds ständig und hier sieht man schon mal den ersten Vorteil davon. Ja, da kommt jetzt... Oh, das ist bitter, ja. Jetzt kommt er zwar noch ran, aber das hat nicht gereicht. Er zögert das immer sehr lange hinaus, was an sich gut ist, aber das Problem ist hier einfach, dass er in dieser CC-Chain
eiskalt abgeholt wird. ESG knapp 4.500 Gold vorne jetzt inzwischen und davon liegt halt eine ganze Menge auf Nocturne. Und ist jetzt unterwegs. Panda kann das Ganze wieder sidesteppen, kriegt dann nochmal sein Q raus, hat allerdings kein Summoner-Spell, aber hier kommt Brücke und hier kommt Nocturne und der ist richtig fett. Aber das Problem ist, dass trotzdem Panda drauf geht, hat niemand diesen vierten Hit drauf bekommen. Das heißt 1:1 Trade, das ist zu wenig dafür, dass ESG da eigentlich einen perfekten Fight für sich hatte. Ja. Man muss auch bisher sagen, ich meine, Maus, Genesis wird ja auf jeden Fall noch sterben, das heißt, aber das Ding ist, aktuell sehe ich weiterhin nicht, warum diese Soraka hier gepickt wurde. Also ich glaube, mit sowas wie einer Karma oder so, hätte man doch im Prinzip genau das gleiche machen können, nur dass man nicht so angreifbar gewesen wäre. Und Trinity Force ist ja wahrscheinlich gegen... Nocturne Ultimate gegen Konjo und der hat immer noch... Ah doch, ein bisschen mehr Armor hat er sich mittlerweile rangeholt, aber das reicht halt hinten vorne. Von rechts nicht, der Kill ist da. Botlane fällt währenddessen auch der Tier 2 oder zumindest wird er sehr bald... Okay. Oh Gott! Das ist mal Damage. Aber bisher geht die Comp hier wirklich exzellent aus. Am Anfang ein paar Startschwierigkeiten gehabt. Die erste Ultimate hat nicht gesessen, aber jetzt ist Argorin hier fantastisch im Spiel. 250 Farm nach 20 Minuten. Und der Tower Dive erfolgt. Jetzt hier gegen Trundle, aber der wird zwar nochmal gesilenced und gesnared, aber das reicht nicht. Brücke wird hier sterben. Obwohl Panda da viel gemacht hat, aber das wird er vielleicht selber jetzt noch bereuen. Aber trotzdem, das war ein Teleport von Jax, das heißt, Aatrox wird jetzt hier Botlane durchpushen. Alles, was Vladimir und Co. machen müssen... Lowout hier, vier Mann Ultimate. Ne, es waren doch nur drei oder waren es vier, ich weiß. Oh. Und alle überleben, das ist natürlich bitter. Ja, du bist ein Botlaner. Du bist Nee! Panda. Naja, Aatrox wird währenddessen da unten... Aber da frage ich mich jetzt gerade, warum hat man das gemacht? Also ich meine, klar, es sah lecker aus und es hat auch viel Schaden gemacht, auch wenn es knapp nicht gereicht hat. Aber das Einzige, was man hier hätte machen müssen, ist die Leute am Backpot hin, dann Aatrox den Free-Inhib bekommen. Ja, ich glaube, No Way weiß einfach, dass er, wenn er... Normalerweise, ich meine, er ist 3-0 Vladimir und er ist gestorben, während seine Powered Q up war. Also normalerweise, glaube ich, kann er schon besser spielen. Ich glaube, es fällt dir auch immer schwer... Damage einzuschätzen, wenn du normalerweise in Chapel mal Midlane spielst und dann auf einmal Botlane. Ja, schon bist halt ein bisschen underlevelt. Ja, aber ich hätte auch gedacht, dass er da alle killt, muss ich sagen. Also ich wäre an seiner Stelle auch reingegangen, weil er hatte Predator und alles, aber jetzt sind wir erstmal hier am Nash und müssen gucken, was kann dieser Aatrox machen. Er geht rein, aber da ist Jax mit seinem Stun am Start. Er hat natürlich gleich nochmal seine Pässe, aber die will es eigentlich nicht nutzen. Der erste ist down, der Nash, den hat Trundle. Was ist der Preis? Er wird hoch sein, so viel kann ich euch schon mal garantieren. Und man kriegt hier Jannax. Nope, der kommt weg, wie ist denn das passiert? Konjo muss sich währenddessen mit Aatrox prügeln und das ist kein fairer Fight. Dadurch wird hier Ludo die Einzige sein, die wegkommt. Oder, oh, dann kommt jetzt hier auch noch Inspired weg. Argurin, oh, der Q ist gemisst, aber der 4 ist da. Und damit, ja, flieht er sich in den Tod. So, Baron jetzt in 45 wieder da. Da wird sich wahrscheinlich dann ESG sofort hinbewegen. Jetzt aber erstmal den Engage-Versuch in die Mitte auf Lulu. Oh, der ist der Nocturne Team. Der ist schnell, der Junge. Ja, hier sofort wieder raus. Nimbus lässt grüßen den neuen Mastery. Jetzt hat man den Teamfight. Redemption ist da. Jax ist jetzt zur Stelle. Jetzt kommt hier das Aatrox rein, aber der trifft einen guten Knock-up. Jax in der Frontline wird hier immer noch angegangen von Argurin. Kommt nicht mehr raus. Und Aatrox, der macht da ganze Arbeit. Hat diesen Kill gegen Jax bekommen. Und damit sollte es hier in 20 Sekunden easy Nash gehen. Ja, also den Teamfight hat Argurin extrem stark gespielt. Aber das ist eben die Gefahr, ne? Bloodraiser Rageblade-Leute sind halt einfach ein bisschen broken mit mehr Items. So, jetzt versucht man hier den Engage nochmal, weil man das Recon... Schon wieder ready, die Ult? What the hell? Wie ist das denn passiert? Der ist da vorne drin, der kriegt natürlich keine Schäden, aber der kriegt die Heals von Soraka und das reicht hier. Und wird derjenige sein, der down ist. Vladimir in der Zeit noch dabei, die Backline zu beschäftigen. Wieder ein Kill, diesmal gegen den, naja, nominellen ADC. Und jetzt will man hier scheinbar doch noch zu Nash. Ich bin mir da immer noch nicht so sicher. Aber Trundle ist super low. Genau, der ist drei Level über ihn. Also Nocturne hat einen relativ sicheren Nash. Das ist auch ein weiterer Vorteil dieser Strategie, ne? Du hast immer das bessere Smite. Ja, es gibt keine Nachteile. Quasi. Zumindest fühlt es sich so an, aber Riot ist da natürlich auch... Ja, der Nachteil ist halt, wenn derjenige, der gefeedet ist, Scheiße baut, dann... Ja, wenn er Scheiße baut, das wäre jetzt auch beim Smite möglich. Trundle, oh, nein! Impossible! Er macht es hier tatsächlich! Da kommt zu Aatrox auf die andere Seite und da wird immer ordentlich geteamfightet, aber Rakan ist super schnell und da kommt schon die nächste Nocturne Ultimate. Er will seinen Fehler wieder gut machen und er ist auf einem guten Weg dafür. Kriegt hier noch den nächsten Kill. Drei Leute finish, das ist gut. Aber da wäre definitiv mehr gegangen. Das Problem ist, guck mal, mit wie viel Gold Nocturne jetzt schon rumläuft. Der hat halt jetzt 1300 Gold. Oh, Engage auf Lulu. Oh, schön predicted! Das war eine Madlife-Braum-Ultimate. Das sieht man auch nicht alle Tage. Das sind die Knock-Ups jetzt auf beiden Seiten. Redemption ist da. Das ist ein Chaos. Aber No Way ist da. Und er hat den Damage mitgebracht. Da kriegt man den dritten Kill. Mach vier draus, mein Junge. Und der fünfte ist auch noch da. Glattes Ace wieder für ESG. Der nächste gestompt den Teamfight. Und ESG geht 1:0 in Führung. Im Halbfinale gegen Maus. Wer hätte das
bitte für Möglichkeiten vor diesem Tag. Ja, einfach nur insane. Was die mit dieser Meta machen, das ist unglaublich.